Hallo, hier ist mal wieder der Handak hier mit einer neuen Folge meines Let's Plays zu Black Desert Online. Ja, in der letzten Folge sind wir ja hier oben bei den Brebaum-Ruinen angekommen. Huch. In der Hoffnung, ein klein wenig über den Ursprung klaren Wassers zu erfahren. Dann gab es hier noch eine ganze Menge Quests und da haben wir auch noch ein paar über, die wir gleich noch machen müssen. Und dann müssen wir mal gucken, Orvin ist ja irgendwie da in einer Höhle hier in der Nähe irgendwo oder in der Nähe von Florin. Und da müssen wir auch noch hin. Mal gucken, ob wir das dann in dieser Folge auch noch schaffen. Gut, dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Wie gesagt, wir haben hier noch ein paar Quests. Erstmal wieder runter hier. Ups. Ups. Ach ja, ein bisschen was zu futtern brauchen wir noch. Gut, da gucken wir doch mal. So, die Quests hatten wir ja letztes Mal angenommen. Die vier, die hier blau leuchten. 1, 2, 3, 4. Jo, 4. Und ich habe im Moment keinen Plan mehr, was wir da eigentlich machen mussten, aber das werden wir gleich sehen. Also ich glaube einmal diese komischen, von Schwarzgeist besessenen, okay, Fleckenhirsche, das ging schnell. Was haben wir da unten noch? Achso, Kleinzylinder, was? Kleinzylinderbaum, irgendwas. Und hier sind ganz viele Spinnen. Tötet Ruinenbaum-Kobolde, Golems oder was das war. Okay. Brauchen wir noch mehr von? Doch, da gibt's welche. Das ist glaube ich einer. So, wie heißt der? Kleinzylinder Ruinenbaum. Okay. Eieiei. Ei, ei. Da wacht dann hier gleich alles rundherum auf. Na komm. Okay, das war das. Nehmt schön den Loot mit, meine Vögelchen. Ja, sehr gut. Nee, dich wollen wir nicht. Was bist du für einer? Von Schwarzgeist besessene irgendwas. Okay. Die wollen uns verhauen. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Oh, das ging schnell. Ah, einer ist er noch. So. Aber eigentlich wollten wir den da haben. Oh, ein Questziel erfüllt. So, da ist aber noch was, was wir brauchen. Sehe ich gerade. Bogenruinenbaum. Huch, der ist schon kaputt. So, was haben wir noch? Da oben ist noch was. Achso, da. Ein Bogenruinenbaum. Den kann man hier in der Botanik kaum erkennen. Okay, den haben wir auch. Ups, da war noch was. Die brauchen wir nicht mehr. Was haben wir hier noch? Was bist du? Dreiecksruinenbaum. Achso, die stehen im Dreieck. Jetzt habe ich es verstanden. Aha, das sind auch die, die immer irgendwie hier mit der Schwarzenergie rumschießen. Okay. Da brauchen wir sicherlich noch ein paar von. In die Richtung. Nichts zu sehen auf der Minimap, was wir noch brauchen. Na kommt. Irgendwo muss doch noch einer sein. Da.
Nee, das da. Und da tauchen auch schon wieder ein paar Spinnen auf. So, eine Quest fehlt uns noch. Was müssen wir für die denn machen? Fragment von Dreieck-Ruinenbäume. Achso, wir brauchen noch mehr Dreiecks-Ruinenbäume. Ist ja auch nicht so, dass es die hier haufenweise gibt. Aber ich glaube, da ist noch einer. Jo. Schade, da kam nichts mehr raus. Da hinten ist noch einer. Da muss nur irgendwie hochkommen. Hopp, 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 hopp. Da ist er. Zack, zack, bob. Und Questziel erreicht. So, dann haben wir die vier Quests erfüllt. Jetzt müssen wir hier nochmal kurz mit dem Socks aufräumen. Was uns hier ankragen will. Na komm. Hallo. So, sehr schön. Wo ging's denn wieder zurück? Da hinten war das. Dup, 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 dup. Aha. Gut. Haben wir das auch gleich erledigt? Dann gucken wir mal. Hoffen wir mal, dass sie nicht noch mehr Quests haben. Weil mich würde ja schon interessieren, was mit der Orwin los ist. Keine Ahnung. Na, den wollten wir haben. Hab Dank, jetzt muss ich das nur noch untersuchen. Gut, die hat keine neue Quest. Ihr seid mächtig. Dank euch bin ich erleichtert. Okay. Der hat auch keine neue Quest. Sehr interessant. Die einer Kreatur inwohnende Kraft. Okay, gut. Kabam. So, und den Herrn noch. Huch, was? Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Das sind, die sind wie normale Geweihe. Wir müssen nicht das Risiko eingehen und Fleckenhirsche fangen, wenn das alles ist, was wir kriegen. Tja, ist halt so. Gut, der hat auch nichts mehr, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken. Haben wir noch irgendwas hier in der Nähe? Nein. Naja, gut, ein paar alte Quests noch. Ja, das können wir nur nachts erledigen. Das war das mit dem Goldpulver. Das dauert 100.000 Jahre. Das habe ich zwischendurch schon ein paar Mal versucht und habe es nie bekommen. Gut. So, Mut für Orwin. Findet Philans in der Kafras-Höhle. Master Kian sagt, dass es anscheinend einen Vorfall in der Kafras-Höhle gegeben hat. Folgt Orwin zur Kafras-Höhle. Genau das wollen wir jetzt machen. Oder? Das ist doch die Story-Quest, ne? Ja. Genau. Okay, auf geht's. Ich glaube, das ist schon wieder ein Stückchen zu laufen. Schubidubidu. So, ich bin gespannt. Wie es denn weitergeht. Hin. Ah ja. Dies scheint die Kafras-Höhle zu sein. Oh, hier drin ist aber duster, glaube ich. Was sagt denn unsere Laterne? Ja. Total abgelaufen. Dagegen müssen wir mal schnell was unternehmen. Gott, wie war das noch? Da, da. Zack. So, das gibt uns eine Ölflasche für eine Stunde. Drei Stunden. Sehr gut. So, laden wir die nochmal kurz ein bisschen auf.
So, machen wir ein bisschen mehr Licht. Ist nicht ganz so duster hier drin. Ui. Ui. Da geht's runter. Ah ja, wir haben die Kaffrashöhle entdeckt. Archäologe Filians, Filans. Das ist echt duster hier. Dann lass doch mal hören, was du zu sagen hast. I sense an energy akin to mine, emanating from you. Die Höhle, die solltet ihr besser nicht betreten. You. Ich habe nichts Falsches getan. Ich habe nur den Weg gewiesen. Ach Gott, hier hätten wir sogar eine Laterne gekriegt, die 3 Tage hält. Okay. So. Die Höhle strahlt eine finstere Energie aus. Bitte seid vorsichtig. 2 Gesichter. In dieser Höhle hält sich Jordan, nein, Belmon auf. Er hat Kaffras befreit und Orvin, ich hab nichts falsch getan. Oh, das klingt nicht gut. Filans erzählt, dass Jordan sich tief im Innern der Kaffras Höhle befindet. Betretet sie schnell und findet es heraus. Okay, da kriegen wir Wissen. Kaffras Siegel. Oh, ich bin gespannt. You'd better not go in there. So, ist die Frage, wo müssen wir lang? Darunter, so wie es aussieht. Nicht da lang? Achso, hier geht's wieder raus. Ah, da hinten ist schon Florin, so wie es aussieht. Jo. Gut, aber wir müssen hier runter. Oh, hier gibt's lauter von Schwarzgeist besessene Typen. Oh Gott, richtig viele. Ja. Hey, die ist ja richtig groß, die Höhle. Cool. Greifen wir uns eigentlich an? Ja. Sie greifen uns an. Aua, geh weg. Oh, die kann zum Glück nicht viel ab. Droppen die denn was Interessantes? Ein Schwarzstein. Okay. Sag ich nicht nein. Was war das? Da frage ich mich doch, was das für Schwarzgeister sind, weil unser Schwarzgeist scheint da ein bisschen anders drauf zu sein, auch wenn er sicherlich nicht zu den Guten zählt, wie ich das immer das Gefühl habe. Aber das hier? Die sind ja völlig willenlos. What the hell? Oh, da ist ein Starker. Den müssen wir uns nochmal angucken. Vielleicht droppt er was Interessantes. Wilder. Oh, da war schon fast nur noch der Wilde über. Und hat der dann erst noch ein bisschen. Also wirklich stark sind die hier zum Glück nicht. Ich wollte hier nicht runter. Aua. Okay, jetzt müssen wir den auch noch mitnehmen. So. Irgendwas Interessantes? Was ist das? Rüstung der Stärke Herkules. Aha. 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 Okay.
So. Und nun? Und nun? Geht's hier irgendwo runter? Aha. Schwarzgeister strömen aus der Grube. Dies muss der Grund dafür sein, warum Abenteurer in der Höhle den Verstand verloren haben. Spur der Erinnerung. Okay. Dann gucken wir doch mal, was hier passiert. I've never been this deep before either. Even the bravest souls have no interest in coming this far below. Kalfras was the only one who liked this place. Jordine? Who is it? I am not Jordine. Jordine, remember who you are. You're Hydal's Grand Chamberlain. What nonsense. Serendia has abandoned me. I have achieved oneness with the darkness. I will annihilate this world. Yes, vengeance awaits. You will regret the path you've chosen. Impudent whelp, I will tear up your soul and deliver it to the eternal abyss. Oh, verdammt. Oh, oh. Das sah gar nicht gut aus. Orvin scheint von Jordine aka Belmon unterworfen worden zu sein. Das ist gar nicht gut. Jetzt die Frage, wo müssen wir denn jetzt hier weiter hin? Wo geht's weiter? Verdammt. Nee. Ah, okay, wir müssen wieder raus. Wahrscheinlich zu dem Typen wieder hin, der uns hier reingeschickt hat. Wo geht's denn wieder raus? Da. Ja, das sieht gar nicht gut aus für Orvin, habe ich so die Befürchtung. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber vielleicht bekommen wir ja die Chance, sie noch wieder zu retten. Belmon ist bereits zu einem anderen Ort aufgebrochen. Orvin muss leiden. Die Höhle startet. Achso, das ist ein Standardspruch. Okay. Nach Florin. Ihr sucht wohl nach Orvin. In diesem Fall begebt euch nach Florin. Ich weiß nichts Genaues über ihren Zustand. Sie ist der Höhle haarscharf entkommen und Dorfbewohner haben sie gerettet. Aha, okay. Weiter. Weiter kann ich nicht gehen. Findet es heraus. Lasst mich wissen, wie es ihr geht. Na dann mal los. Okay. Oh? Haben wir die Quest jetzt angenommen oder nicht? That cave. You'd better not go in there. Na, Florin. Okay. Also. Ich bin gerade etwas verwirrt. Welches nach Florin ist denn das? Sucht Valentin auf das Oberhaupt von Florin. Trefft Valentin das Oberhaupt von Florin. Haben wir noch einen nach Florin? Aber ich bin der Meinung, die beiden haben wir schon länger gehabt. Egal. Nehmen wir den. Oh, es ist Nacht geworden. Oder zumindest fast. Ja,
Damit haben wir wohl offensichtlich Florin erreicht. Hier gibt es Handelsaufsicht, Stallwart, Einzelwarenhändler, das Übliche. Und ein paar Quests. Talentlehrer. Anführer von Florin, Valentin. Ne, mit dem will ich reden. Willkommen, ein friedliebender Auswärtiger ist stets willkommen. Ich bin Valentin, das Oberhaupt von Florin. Ihr seht benommen aus. Riecht ihr zum ersten Mal Kräuter? Aha, okay. Aufrecht gehende Vögel? Ach, damit müsst ihr wohl die Täuschereulen meinen, was? Achso, das war irgendwie eine Quest, die wir, glaube ich, irgendwann mal vom Schwarzgeist gekriegt haben. Ah, jetzt kommen wir. Orvin? Orvin? Sprecht ihr von der Person, die vor der Kafras-Höhle gefunden wurde? Sie war schwer verletzt, als wir sie gefunden haben. Das hatte doch nicht ihr zu verantworten, oder? Nee, um Himmels Willen, nein. Kräuter lassen sich sehr vielseitig verwenden. Habt aber kein blindes Vertrauen. Sie verfügen nicht über magische Kräfte. Aha, okay. So, Orvin, nicht bei Bewusstsein. Den Stamm der Täuschereulen gibt es hier schon lange. Früher kannte man ihn noch nicht. Hä? Moment. Das wollten wir doch gar nicht. Das R steht doch hier bei Orvin, nicht bei Bewusstsein. So. Orvin erholt sich gerade. Ein neues Symptom bereitet uns Probleme. Dennoch ist sie noch immer guter Dinge. Wie dem auch sei, wer ist zu etwas derart Bösens fähig? Sie ruht sich im Haus aus, besucht sie. Sie ist noch immer nicht bei guter Gesundheit. Also macht nicht viel Aufhebens. Okay. Gut, bevor wir sie besuchen, gucken wir mal, was er sonst noch an Quests hat. Hier, Täuscheulen-Experte. Den Stamm der Täuscheulen gibt es hier schon lange. Früher kannte man ihn noch nicht. Aber die Zahl der Vorfälle, in die Täuscheulen involviert waren, ist in jüngster Zeit stark angestiegen. Aus noch unbekannten Gründen wurden sie auf einmal aggressiv. Husch befindet sich zu Forschungszwecken in ihrem Unterschlupf. Könntet ihr euch dorthin begeben, um mit Husch Informationen, von Husch Informationen zu erhalten? Okay, gut. Und dann haben wir hier noch Florin, eine seltsame Stadt. Wo kommt ihr her? Ihr müsst nicht antworten. Ich wollte nur Konversation machen. Habt ihr von unserer Stadt gehört? Ja, das dachte ich mir schon. Ich wollte nur höflich sein. Wie dem auch sei, wenn ihr die Stadt richtig kennenlernen wollt, dann probiert den Kräuterbrauer hier hinter mir aus. Aha, okay. Die Bewohner mögen vielleicht untätig wirken, doch sie sind mit der Verarbeitung von Kräutern beschäftigt. Was? Na los. Wenn ihr es nicht versucht, gibt es Ärger. Was ist denn das hier? Gesundheitserfahrungspunkte kriegen wir dafür. Sehr gut. Nehmen wir mit. Was müssen wir denn machen dafür? Da ins Haus? Nee. Kräutersäcke. What? Eine selbst verwendet einen Kräuterbrauer, richtig. Okay, dann machen wir ein andermal. Das scheint ein bisschen komplizierter zu werden. Dorfbewohner, Dorfbewohner. Mhm, okay. Gut, gucken wir doch mal, wie es der Orvin geht. Ah, der ist da hinten. Irgendwo. Aha. Das war das hier hinten. Aha. Alles wunderbar leuchtende Kräuter hier. Wow.
Sieht nicht so aus, als wenn es dir besonders gut gehen würde. Okay, schauen wir mal. Geheimniswächter Orwin. Ihr seid es. Es beschämt mich, dass ihr mich so seht. Okay. Philanzes Hinweis. Vorerst kann ich mich wohl nicht bewegen. Vielleicht habt ihr es gehört, ich muss etwas tun. Könnt ihr mir helfen? Wir müssen Belmon aufhalten, bevor er noch mächtiger wird. Vielleicht findet sich in der Kafras-Höhle noch immer ein Hinweis auf den Ursprung klaren Wassers. Philanz, er muss etwas wissen. Vielleicht kann er helfen. Aha. Orwin sagt, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Sie bittet euch, den Ursprung klaren Wassers für sie zu finden. Da sie selbst nichts ausrichten kann, sollt ihr Philanz in der Kafras-Höhle aufspüren, um weitere Informationen zu erhalten. Okay. Gut, also müssen wir nochmal zu dem Philas zurück. Das werden wir doch am besten gleich machen. Bam, 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 bam. Da geht's lang. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Ja, mal gucken, ob er vielleicht doch noch was zu erzählen hat, der Philas. Da ist er wieder. Ich bin erleichtert, dass Orwin in Sicherheit ist. Immerhin lebt sie noch. Das ist das Einzige, was zählt. Naja, vielleicht nicht ganz. Wenn ihr Orwin nicht in die Tiefen der Höhle geführt hätte, hätte mich Jordan getötet. Aha. Okay. Ich hatte keine Wahl. Versteht ihr? Da gibt es noch eine Laterne. Das bringt uns aber nicht viel. Die Angel können wir auch nicht verkaufen. Ja, die Laterne bringt wenigstens ein bisschen Geld. Auf der Suche nach dem Geheimlabor. Ein Geheimlabor? Ich helfe euch bei allem. Bitte legt mir nichts zur Last. Ich will hier bloß in Ruhe leben. Ihr wollt den Ursprung klaren Wassers ergründen? Deshalb kam auch der Alchemist Kafras her. Der Ort, an dem sich Kafras aufhielt, ist gerade nicht zugänglich. Es ist ein von Koi betriebenes Geheimlabor. Aha. Ich kann euch wirklich nur sagen, wo es sich befindet. Verratet niemanden, dass ich euch geschickt habe. Philanz zufolge hat sich bereits ein Mann namens Kafras mit dem Ursprung klaren Wassers befasst. Er sagt euch, ihr mögt sein Labor finden und einen Blick hineinwerfen. Okay. That black disease. It's a curse. A curse. Gut, dann würde ich doch glatt behaupten, wir machen da weiter. Findet das Geheimlabor in der Kafras-Höhle. So, wir müssen offensichtlich wieder hier runter. Ja, ist ja gut. Immer schön ruhig bleiben, Leute. Ich tue euch nicht, also müsst ihr uns auch nichts tun hier. Ne, da oben haben wir hingemusst. Da. Aha, okay, wir müssen das Steintor einreißen. Dafür wollen wir uns aber, glaube ich, jetzt doch erstmal die Jungs hier vom Hals schaffen. Hopp. Na, hopp. Gut. Oh, der will auch noch. Schwarzgeistbesessener Magier, oder was das war. So, jetzt können wir das Tor einreißen. Noch jemand ohne Fahrschein hier? Nee. Gut, weiter geht's. Oder auch nicht? Hä? Hm,
Okay. Ah, da. Ui. Hier sind ja sogar noch Leute. Wow. Kann man hier auch Bücher lesen? Ne? Was war das? Achso, Alchemielehrling. Kleine Kiste. Was wir da drin wohl finden? Nix. Gut. So. Kui. Schauen wir mal. Wie habt ihr von diesem Ort erfahren? Verdammt, ich hasse es, entdeckt zu werden. Ich studiere Alchemie mit meinen Partnern, also denkt nicht mal daran, uns zu stören. In Ordnung? Suche nach Hinweisen. Wie dem auch sei, es ist schön, euch kennenzulernen. Ich bin Kui. Und wie habt ihr eigentlich hergefunden? Was? Der Ursprung klaren Wassers? Ah, den habe ich irgendwo gesehen. Was? Hier lag doch irgendwo ein Forschungsbericht herum. Wenn es absolut notwendig ist, schaut selbst nach ihm. Hier ist alles eingestaubt, aber ich bin sicher, dass er hier irgendwo herumliegen muss. So, so. Laut Kui könnte der Stapel Bücher Informationen über den Ursprung klaren Wassers enthalten. Seht euch die Bücher in der Höhle an und findet einen Hinweis. Ja, oh, hier die Bücher ein bisschen durchstöbern. Aber, ihr ahnt, was kommen wird. Die Folge ist leider schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer über Likes, Abos und Kommentare. Und Kritik und Anregungen dürft ihr natürlich auch hinterlassen. Und ja, da liegt ja schon der Stapel staubige Bücher. Den werden wir uns dann das nächste Mal angucken und schauen, ob wir was tatsächlich über den Ursprung klaren Wassers erfahren werden. Bis dahin, ciao!